Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge waren wir im Himmel von dem Gebiet hier, haben den jetzt abgeschlossen und sind danach ins Orni-Dorf gegangen und haben dort den Abgrund gefunden, sind runtergesprungen und haben uns dort um den letzten Kampf gegen Koga gekümmert. Und dadurch haben wir jetzt diese Episode auch abgeschlossen. Jetzt hatte ich vorgehabt, eigentlich im Untergrund weiterzumachen, aber dann ist mir was eingefallen und zwar... Ich hoffe, ich habe ein Foto gemacht. Ja. Müssen wir noch das letzte Jägerversteck machen. Und darum kümmern wir uns heute. Und ich habe immer gemeint, als ich auf die Karte geschaut habe, das oben in der Mitte, dass es in Hebra ist. Allerdings ist es knapp neben dem... Ich habe immer gemeint, dass es hier hinten ist, aber es wird klar gezeigt, dass es irgendwo hier sein muss. Also müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Und danach gehen wir in den Untergrund. Aber irgendwo hier müssen... Erstens ist hier der Schildaufsteller, gut zu wissen. Dann kümmern wir uns danach. Moment, habe ich eigentlich so ein Schwebeding? Nee, habe ich nicht. Moment, aber irgendwo hier müsste dann... Vielleicht haben wir hier die Höhle übersehen. Vielleicht ist das hier eine Höhle. So. So. Das will ich nicht. Ich will, dass es miteinander steht. Irgendwie so. Und dann muss es hinten und vorne abgesichert werden. So. Na, das will ich nicht so. Das ist natürlich, wir schieben das ganz nach vorne. So. So, eventuell so muss das vielleicht gehen. Ich möchte mit dir reden. So. Kann ich mit dir jetzt reden? Loslassen. Als ob das tatsächlich funktioniert. Alles klar. Ja, der ist klar. Gut. Okay, wie viele Schilder fehlen noch? Ein paar bestimmt noch. Egal. Ich schätze irgendwo hier vorne oder so. Weil es auch relativ weit neben dem Wald abgezeichnet wurde, nicht? Also schätze ich, dass hier irgendwo eventuell eine Öffnung ist. Also, weil hier oben haben wir nie was gesehen, also muss hier irgendwo eine Höhle sein. Ach, und da hinten sind ja die ganzen Statuen gewesen, nicht? Das heißt, die weisen vielleicht auf irgendwo hin. Die Dame hier, die Modekennerin, das wird dann schon die Giga sein. Dann einfach mal in die Richtung weitergehen.
Vielleicht zeigen die Dinger irgendwo hin. Einen Weg. Den ich nie abgeguckt habe. Moment, ich sehe da schon was. Ja, ich sehe schon. Okay, wie habe ich die Höhle übersehen können? Naja, wir holen sie jetzt auf jeden Fall nach. Und hier sollte das letzte Jägerversteck drin sein. So. Jägerstützpunkt Marita. Wer ist da? Du bist Link. Du bist wohl hier, um unseren Schneider mitzunehmen. Doch für diese Dreistigkeit wirst du bezahlen. Sie ist nur zu zweit. Ich brauche irgendeine Einhändewaffe vielleicht. Ja. So. Ja, wir machen extrem wenig Schaden, ne? Aber ich finde genug bis für so lang. Haben wir die zwei down? Müssen wir gucken. Wegen dem Ayoi. Ah. Okay, da gucken wir als nächstes hin dann. Aber wir gucken erstmal nach Ayoi. Wir haben sie Banane und den Jägerbuch lesen. Diese Höhle ist eine natürlich in Stein gehauene Festung, die aus insgesamt 5 Hohlräumen besteht. Merkt euch gut, wie man zum Geheimraum gelangt, in dem die Uniform und eine Karte der Stützpunkte aufbewahrt werden. Diese Beweisung ist zu befolgen. Folge der Blickrichtung des Frosches. Wer auch immer nur einen Pieps von diesem Geheimnis verrät, wird gnadenlos bestraft. Okay. Naja. Das heißt, in eine der 5 Hohlräume müsste der Ayoi sein. Vielleicht hier hinten drin. Oder auch nicht. Holzpfeile. Und wenn wir die Klamotten haben, können wir ja auch direkt von hier dem Gebiet runterspringen, weil wir haben hier noch nicht den Brunnen benutzt. Und dann können wir gleich direkt hier weitermachen. Und schauen, dass wir den Rest der Karte mitnehmen. Wir gehen nach unten, vielleicht ist der Maya hier unten. Da ist er ja. Da ist er ja. Okay, es fehlen echt nicht mehr viele Höhlen, aber wir haben jetzt jedes Gebiet halt angeguckt. Das heißt, die Höhlen werde ich dann markieren dann. Aber erstmal werden wir die Story dann weitermachen, nächste Folge, denke ich. Nee, was laber ich? Untergrund erstmal fertig machen und dann kümmern wir uns um die Story. So, da ist die Modekennerin. Lesen wir erstmal das Buch. Jägerbannbuch lesen. Stellen, Moderaum. Mal was stellen? Memoradium. Abteilung für Stellenmemoradium. Hauptquartier, Bekanntgabung neuer Stellen. Interessierte Mitarbeiter werden gesucht, Bewerbungsunterlagen bei den entsprechenden Ressorts einzureichen. Stelle Handelsagent Außendienst. Tätigkeit, Beschaffung und Verkauf von Waffen für die Jägerbande. Anforderungen zählen können. Beherrschung einer Muttersprache. Stelle Agent für Forschungsfragen. Tätigkeit Forschen, Fragen. Zone-Operatoren untersuchen. Anforderungen Spaß am Basteln, Kompetenz im Erfinden flippiger Produktbezeichnungen. Mitarbeiter Fortbildungsspezialist. Mitarbeiter fortbilden. Anforderungen robuste Verfassung, Beherrschung der Erdmanipulation. Fortbildung zum Erlernen der Erdmanipulation erfolgt ausschließlich im Trainingsbereich des Hauptquartiers. Logistik- und Vertriebsspezialist. Zustellung von Lieferungen an Untergrundbasen. Lesen können, schreiben können, höhere körperliche Belastbarkeit. Egal. Darauf habe ich gewartet. Es heißt doch, dass wenn eine schöne Dame in Not gerät, der Held von Hayo sie retten wird.
Also habe ich gewusst, dass du kommst. Aber wenn du der Held bist, müsst du doch auch der legendäre Schwert bei dir haben. Doch dieses Ding auf deinem Rücken, ganz ehrlich, nach einer legendären Waffe sieht mir das bestimmt nicht aus. Tja, Helden gibt's wohl nur im Märchen. Seit sie mich entführt haben, nähe ich für die Jägerbande. Also ich mag Mode, aber ich bin nicht gut gut im Nähen. Das habe ich versucht, ihnen zu erklären, aber sie wollten nicht hören. Naja, je mehr ich von dieser Kleidung nähe, umso mehr gefällt sie mir. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass ich sie am liebsten behalten und nicht der Jägerbande geben würde. Die passt mir nicht, da kann ich sie nicht tragen. Also hier, es würde mich freuen, wenn du sie mitnimmst. Wenn du alles gleichzeitig trägst, gehst du wahrscheinlich als Mitglied der Jägerbande durch. Und die Hose, wenn du die mit anderen Sachen kombinierst, siehst du sicher umwerfend aus. Vielen Dank, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Vielleicht gibt es Helden nur im Märchen, aber du bist mein Held. Naja. Du hast die drei Jägerschwitzpunkte aufgesucht und alle Teile der Jägerkluft erhalten. Solange du die Kluft trägst, solltest du das Versteck der Jägerbande treten können. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir kümmern uns erst noch um Untergrundsachen. Und irgendwo da hinten war ja ein Brunnen. Den kann ich ja kurz markieren. Hier hinten. Den springen wir jetzt runter. Das heißt, wir können noch Klamotten schon wieder umziehen. So. Mal gucken, was uns jetzt noch im Untergrund erwartet. Auf jeden Fall haben wir noch einen Haufen Sachen zum Holen an Kleidung. Dann haben wir da erstmal wieder einen Jäger. Aber die sind hier so offensichtlich versteckt, ne? Das ist nicht mehr schön. Oh mein. Was will man machen? Habe ich diesen Brunnen überhaupt schon aktiviert? Nee. Das heißt, es ist ein weiterer Brunnen für den Brunnenkenner. Aber egal. Dann springen wir auch da runter. Dann haben wir einen Brunnen und einen Abgrund. Entdeckt. Brunnen. Der Subabo-Ebene. Leuchthöhlenfisch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie oder was markieren wir unser Ding. Erstmal müssen wir zu dem Licht gehen. Sorry. Der Husten wird zwar besser, aber ist immer noch nicht ganz weg. So. Wir gehen erstmal hier lang und gucken, dass wir die Karte alles hier oben kriegen. Moment, was ist das denn für ein Abgrund? Ach, der Abgrund vom Schloss, von dem Ding. Und dann, wenn wir das geschafft haben, hier die ganze Karte, dann holen wir uns noch die restliche Karte hier dran. Ja. Genau so machen wir es. Gut, dann gehen wir zu Rot. Und dann müssen wir an der Arena vorbei, da möchte ich gucken, ob die Sache dort schon respawned ist. Was auch immer da gekämpft. Oder gegen was da gekämpft wurde. Erstmal wieder was anderes machen. Sensor auf Schatztruhen umändern. So, wir haben in der letzten Folge auch noch unsere ganzen Segenslichter ausgegeben. Das heißt, wir haben auch, wie ihr seht, mehr Herzen. Und uns fehlen tatsächlich nicht mehr so viele Schreine. Dann sind wir fertig. Mit der Schrein-Quest. Dann frage ich mich tatsächlich, was es wohl als Belohnung gibt. Für die ganzen Schreine in diesem Game. Im BOTW war es ja das Wildnisgewand. Vielleicht kriegen wir das hier wieder, wenn ich es bis jetzt noch nicht habe. Und nein, die Truhen respawnen nicht bei den Bossen, aber die Bosse respawnen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wir kämpfen durch dich jetzt aber nicht, Octocos. Du gibst mir, glaube ich, nichts außer deine Flosse und mit der kann ich eigentlich nichts anfangen. Du willst mir schon was geben, und zwar die Sono-Energiekristallen, aber
Der Kampf ist nicht wert. Meiner Meinung nach. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir jetzt einfach da hinten leuchtet. Ist das... Sehe ich bis nach hinten durch? Ich denke nicht, oder? Würde das Leuchten vielleicht eine Mine oder so sein? Ah, ich habe doch keine Ahnung. So. Vergesse ich ja, wir sind im Untergrund, da muss ich wieder das Licht schmeißen. Dann sehe ich ja nichts. Da hinten ist... ein Niger-Stützpunkt, den lassen wir aber erstmal in Ruhe. Okay, warum leuchtet es hier? Ach, ist es... Na, das ist... Na, doch, nein. Warum ist dann Feuer? Wer ist hier? Ach, dann müsste dann jemand von der Jägerbande sein, richtig? Ja, dieser Hügel ist ja riesig. Was ist los? Sorry, wieder husten müssen. Habe ich mich jetzt erschrocken. Wäre nett, wenn du mich nicht so einfach anschleichen würdest. Wenn du dich nicht so einfach anschleichen müsstest. Wenn du keine Forschungskleidung trägst, könnte man dich ja glatt für ein Mitglied der Jägerbande halten. Was soll das heißen? Du hast gar keine Forschungskleidung. Dann bist du wirklich ein Jäger und stolz drauf. Du sagst es, als wäre es einer von... Du wagst es, dich als einer von uns auszugeben. Das wirst du noch bereuen. Rache für Meister Koga. Aber sagen wir jetzt was anderes, seitdem wir die Koga-Quest fertig haben. Gut. Das interessiert mich. Sagen wir jetzt was anderes, seitdem ich die Koga-Quest fertig habe, oder nicht? Ah, meines merke ich dann schon bei der nächsten Koga. Wenn sie immer wieder sagen... Oder haben die davor auch schon Rache für Koga gesagt? Jetzt gerade unschlüssig. So, da unten haben wir die erste Wurzel. Da ist die erste Wurzel, da unten. Sehe ich irgendwas Interessantes? Momentan nicht, ne? Momentan nicht. So. Mal schauen, wie viel es aufdeckt. Nicht schlecht. Ach stimmt, wir haben die... Ne, Moment. Das ist die verlassene Hebra-Mine. Aber wo führen die dann hin? Ich schätze mal ganz schwer in die Hebra-Mine, oder? Ich folge den Statuen jetzt nicht, weil wir haben das schon. Wir können ja kurz was überprüfen. Da war ja hier drüben eine vom Wasser umgebene Ding. Hier, verlassene Ranelmine. Ja, und da haben die Statuen der Zora hingezeigt. Also zeigen die hier auf die verlassene Ranelmine. Die wir schon haben. So, dann gehen wir jetzt schnell hier hinter. Holen uns den Schatz und gehen dann weiter zur nächsten... Wurzel. Mal gucken, was hier drin ist. Wenn eine alte Karte hinzeigt, muss es ja was Wichtiges sein. So, bist du Rüstung oder Waffe? Zeitgewand. Okay, wir kriegen langsam aber sicher die ganzen Klamotten voll. Denke ich mal zumindest. So.
Hier. Passt. Dann zu dem Licht dahinter. Dann bist du blau. Und dann Monsterlager. Dann haben wir hier ein Monsterlager. Nicht schlecht, nicht schlecht. Herrschaften. Nicht einfach so auf fremde Monster zugehen. Das will ich nicht so feiern. Okay. Dann haben wir hier schon die nächste Wurzel. Das geht gerade relativ schnell, finde ich. Gut, weil ich auch die Monster in Ruhe lasse. Wenn es Bosse sind, nehme ich sie mit. Bis auf natürlich Octocos, weil den haben wir schon mal besiegt. Und der würde mir keine Belohnung geben. Außer vielleicht die 20 Kristalle, die er droppen würde. Aber der Bosskampf ist auch irgendwie zu lang, da habe ich jetzt keine Lust zu. Und dann drittes Mal gegen Octocos zu kämpfen, da habe ich echt keinen Bock. Wir haben ja jetzt gegen jeden Boss einmal oben gekämpft, im Tempel und einmal hier unten. Wie auch immer die hier unten im Untergrund nochmal leben. So. Abgrund, da müssen wir mal kurz gucken, was das da unten ist. Aber hier wäre der normale Abgrund gewesen, den wir nicht runtergesprungen sind. Das heißt, du bist ein Giga. Gott. Wieder ausgehustet. Dann gebe ich mal dem Giga da ein paar Leuchtsamen. Du hast mich wirklich gerettet. Und ein Licht kam, tappt mir ganz schön im Dunkeln. Schau nur, dass du deine Leuchtsamen nicht verbrätst wie ich. Achso, leg die Kaspeln ruhig auf den Boden und schlag sie, aber echte Profis befestigen sie am Fallen. Und Schuss. Und dann sieht es so klar aus, wie ich dich jetzt gerade sehe. Doch Link, unseren Tod feiert. Ich räche euch, Meister Koga. Da muss ich echt mal drauf achten, ob das davor auch schon ich räche euch, Meister Koga, war oder nicht. Weil wenn nicht, dann ist es ja ein richtig interessantes... Matchmaking. Dass die, dann sieht man wenigstens, dass ein paar beendete Quests tatsächlich Einfluss auf die Story haben. Weil die meisten Sachen von BOTW sind ja vergessen worden. So wie die meisten Begegnungen. Nur die wichtigen Leute scheinen sich an uns zu erinnern. Das finde ich ein bisschen schade, dass einfach BOTW nicht wichtig war. Aber naja. Ich hoffe, das nächste Zelda, was hier rauskommt, wenn es nach diesem spielen sollte, können wir noch nicht beurteilen. Wir haben die Story noch nicht durch. Da ist es dann einfach, schon so ist, dass wir die Sachen, die wir hier schon gemacht haben, im nächsten Game wenigstens von Bedeutung sind. Aber naja. Ach, bah, naja. Hoppala. Man kann ja nicht erwarten, dass sie die ganzen Sachen von BOTW schon durch... So. Alles zählen lassen. Für die neuen Spieler, die dieses Game jetzt einfach intuitiv danach spielen. Klar macht es Sinn, davor BOTW zu zocken, aber man muss es ja nicht gezockt haben davor. Ich glaube, das wollen die damit erreichen. Ein Game, das ein Nachfolger von einem anderen ist, aber auch eigenständig stehen kann, glaube ich. Das wollen die ja, glaube ich, damit erreichen. Der Kampfballon. Na, dann gucken wir mal an, was im Tagebuch steht. Von hier.
Diese Breiten weisen eine beträchtliche Anzahl antiker Ruinen auf, die auf starke vergangene Aktivitäten hindeuten. Auch Objekte namens Sonarbauteile werden regelmäßig in den Ruinen gefunden. Wer hat die Sonarbauteile geschaffen? Wozu dienen sie? Es scheint zurzeit ein unergründliches Geheimnis. Klar ist, dass es sich bei jedem Teil um ein mächtiges Artefakt handelt, das eine spezielle Funktion erfüllt. Daher verwenden wir sie stets mehrfach. Es wäre eine Schande, solche Macht nicht so oft und intensiv wie möglich zu nutzen. Leider beschert der Zusammenbau unserer Konstrukteuren oft Kopfweh, Hexenstoß oder schlechte Laune. Man muss die Teile denn mühselig von Hand aneinander klitten und kleben? Gibt es keine Magie, die das erledigt? Ruhm Koga. Ich glaube, deswegen war Koga bei der Bautomatik und wollte sie für sich haben. Ich sehe was du nicht siehst, und ich sehe da schon die Wurzel. So, wir sind gleich da. Ich hasse es, der Husten ist jetzt tatsächlich schlimmer. Bis jetzt war ich gerade in meinem Zimmer vor der Aufnahme, saß seelenruhig da, kein Husten. Aber ich glaube, es liegt halt echt daran, weil ich so viel rede. So. Da hinten ist eine Mine. Schauen wir mal hin. So, wir müssen auf jeden Fall hier hin. Ach, das ist keine Mine. Das ist ein Niger-Stützpunkt. Naja, egal. Ach, du Kacke. Wir sind hier tiefer, kann das sein, als da drüben? Deutlich tiefer. Aber na, da ist ein Fahrzeug, was wir bauen können, glaube ich. Da waren wir gerade. Dann müssen wir kurz noch da runter. Und dann, glaube ich, teleportieren wir uns, ist einfacher. So. Die Mine im Rohamtal. Du wirst wahrscheinlich einfach nur Kristalle sein, richtig? Ja. Gut, dann würde ich mich jetzt hier hoch teleportieren und rüberfliegen. So, geh mal zu Rot weiter. Und ich glaube, das war tatsächlich gerade die schnellste und einfachste Möglichkeit, rüber zu kommen, weil ich glaube, sonst hätte ich hier einen ganzen Berg hochklettern müssen oder hochfliegen müssen. Na, aber dann gehen wir jetzt zum nächsten Giga. Außenposten hier unten. Und schauen, was für eine Bautomatik wir da kriegen. So. Du bist kein Boss, du bist einfach nur ein Baum. Ist auch noch ein Baum. Da hinten ist die Wurzel, aber hier unten ist... Warum ist es da so dunkel, meine Fresse? Ah, da hinten, ich sehe schon. Ich sehe schon. Aber warum ist es hier so dunkel? Ich verstehe es nicht. Ach, ist mir doch egal. Gehen wir erstmal zur Wurzel da. Nehmen diese mit. Und dann haben wir dann Schrein übersehen, hä? Wo ist diese Wurzel denn? Die habe ich gar nicht markiert. Ha. Interessant, interessant. Sehr interessant. So. Ach du Kacke, als ob hier jetzt echt nur Wasser ist. So. So. Und hier hoch. Eins, zwei, drei,
Ah, hier. Ich glaube, hier kann ich gleich springen. Oh, perfekt. Oder so. Aber ja, die Wurzel hatte ich noch gar nicht. Das heißt, da ist ein Schrein im Obergrund, den ich auch noch nicht habe. So. Ja, und das ist auch eine Mine. Na, dann kümmern wir uns noch um das Lager dort unten. Und da beenden wir die Folge. So. Da, ich sehe schon, wo ich hin muss. Aha. Aber ich finde, die Jäger sind in diesem Game nicht so blöd wie im BOTW, ne? Weil sie haben tatsächlich im Untergrund so viele Außenposten aufgebaut, haben mit den Sonau-Bauteilen extrem viel Gutes aufbauen können und waren auch sehr einfallsreich damit, also. Nicht schlecht. So. Wir haben die fehlende Zutat gefunden, um all unsere Träume zu verwirklichen. Es sind die Sonau-Energiekristalle. Jedem einzelnen dieser Kristalle scheint eine immense Macht zu ruhen, die Sonau-Bauzelle betreiben kann. Besonders in den heute verlassenen Bergwerken wurden dem Anschein nach zahlreiche dieser Minerale abgebaut. Fraglos waren sie einst blühende Bergbauzentralen und sind noch heute eine ergiebige Quelle für neue Kristalle. Es gibt die Anweisung an alle Gruppen, gefundene Kristalle allerstrengst unter Verschluss zu halten. Rumkoga. Ah ja, und jetzt kommt erst die... Ja. So. Okay, dann hier. So, neuer Energiekristall. Und ein Bauplan. Viel Zweckflurs. Gut, dann würde ich sagen, hier beende ich die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao. Euer Gladius.